It's a sour taste in it. It's a sour taste. To be fooled again, honey. To be fooled again. Stole my heart and ripped it into pieces. Yes, you did. You know it's not the way I planned. No, it's not the way I wanted. No, it's not the things I meant. Know that I'm not being honest. Not the way I wanted us to make sense. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du wieder einschaltest. Heute malen wir zusammen und zwar ein Acrylporträt. Wenn du mein letztes Video gesehen hast, weißt du ja, dass ich da ein Aquarellporträt gemalt habe. Und diesmal soll es ein Acrylporträt werden. Die Schwierigkeit bei Acrylporträts ist es, dass man da die Farben nicht so einfach ineinander blenden kann wie bei Aquarellfarben. Also jedenfalls empfinde ich das so und daher stellt sich das ein bisschen schwieriger für mich dar als mit Farben, die auf Wasserbasis arbeiten. So my thoughts for no given reason. None at all. No, it's not the way I planned. No, it's not the way I want it. No, it's not the things I meant. No, that I'm not being honest. Not the way. Ach ja, und ich bin euch ja noch eine Auflösung schuldig, vermutlich. Ich hatte ja im letzten Video gefragt, ob ihr erkennen könnt, welche deutsche Schauspielerin ich dort male. Es gab auch einen Kommentar, der goldrichtig lag. Und nun weiß ich ja nicht, ob ihr vielleicht nachgeschaut habt in den Kommentaren oder ihr vielleicht jetzt ganz geduldig drauf wartet, dass ich es auflöse. Und das mache ich. Es ist Heike Makatsch gewesen. Ich weiß nicht, ob ihr sie überhaupt kennt, aber eigentlich ist es eine sehr, sehr wunderschöne und auch meiner Meinung nach talentierte Schauspielerin, die in diversen Kinoproduktionen mitgewirkt hat und ich glaube auch nicht nur national, sondern international. Ja, also hättet ihr es gedacht? Just stay, just stay. Wie das manchmal so ist, gefällt einem das komplette Farbkonzept gar nicht mehr, was man sich ausdachte. Und bei Acryl ist aber das Schöne, du kannst einfach drüber malen, immer und immer wieder. Der Nachteil bei Aquarell ist nämlich, dass das nicht so einfach geht, aber bei Acryl ist das kein Problem. Super, dachte ich, okay, ich verändere nochmal den kompletten Hautton, den Lidschatten, den ich mir ausgedacht habe. Alles war für die Katz, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Bevor wir gleich zum Finale kommen, wollte ich mich natürlich noch verabschieden und mich für euren Support bedanken. Und in der nächsten Woche gibt es dann einen neuen Vlog, sofern nichts dazwischen kommt. Macht's gut, viele Küsse, bye bye.